Es fühlt sich gut an, mal einen Glückwunsch nach dem Spiel zu bekommen. Kann man sich vorstellen. Es war jetzt aber auch Zeit. Es war auch Zeit mal für uns, für eine Leistung, wie wir sie heute gebracht haben. Ich glaube, heute hatten wir das erste Mal so den Eindruck, dass jeder wirklich bis in die letzte Zelle gespürt hat und gezeigt hat, was die Situation bei uns erfordert. Unterm Strich ein Sieg, aber nicht mehr. Es ist schön, dass wir gewonnen haben. Jetzt können wir mal eine Analyse machen mit unserer Mannschaft, ich auch als Trainer, wo du viele positive Dinge auch zeigen kannst. Aber diesen Sieg auch richtig einzuordnen, was ist die Basis, was ist Standard, was brauchen wir, um uns aus unserer Situation zu befreien. Und da haben wir heute viel davon gesehen. Was der Sieg für uns bedeutet, ich hoffe nicht, dass er bedeutet, dass wir den Blick jetzt wieder verstellt bekommen. Ja, so wie es immer nach den Niederlagen ist, dass es dann heißt, oh, jetzt ist ja alles aus. Jetzt ist noch nicht alles gut. Wir haben ein Spiel gewonnen, das tut uns gut, mehr nicht. Und wir müssen weiter, alle zusammen unglaublich hart arbeiten, Tag für Tag, so eine Trainingswoche wieder hinlegen, auch wenn jetzt schon die englische Woche wieder auf uns wartet, aber dann eine gute Vorbereitung und. Es ist einfach, es gehört ganz, ganz viel dazu, das Ding umzubiegen. Heute haben wir ein gutes Signal gesendet, das war gut.